Beim letzten Mal haben wir die Videoserie, wie man Abwehrbewegungen in Angriffsbewegungen umleitet. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dazu. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Robert von Blue Dragon. Viel Spaß beim nachfolgenden Video. Willkommen zurück zum Video. Im zweiten Teil unserer Reihe Abwehrtechniken in Angriffstechniken umändern, nehmen wir heute die Abwehrtechnik, den einfachen Block. Das heißt also, den gibt es ja in verschiedenen Positionierungen. Und wo wird der angewendet? Beispielsweise, wenn ich mit dem Schwinger angegriffen werde. Das heißt, wie kann das aussehen? Ich block hier den Arm und merke, wie die Kraft hier auf mich übergeht. Ja, also meine Bewegung, die endet wirklich, ich bin hier und nehme seine Energie hier voll wahr. Wie der Name schon sagt, ist einfach ein Block, ein Hindernis. Den kann ich ja auf zwei verschiedene Arten machen. Manche blocken lieber den Unterarm und andere wiederum gehen direkt in den Oberarm. Beim Oberarm ist natürlich die Schwierigkeit, wenn ich hier gegen gehe, sollte ich trotzdem aufpassen, nicht, dass mich hier trotzdem die Faust noch erwischt. Und genau deswegen wird es nachher auch gleich so viel Sinn ergeben, dass ich eben in Angriffstechniken denke. So, du ahnst es sicherlich, auch hier haben wir wieder zwei Punkte versteckt, die wir damit nutzen können. So, den ersten Punkt, Lunge 6, den findest du mittig am Unterarm und zwar im oberen Bereich. Den Punkt NOE 9, den findest du mittig auf dem Bizeps, also wirklich mittig auf dem Bizeps, ganz einfach zu finden. Probiert es wieder aus durch leichten Druck, gebt euch Feedback, nachher könnt ihr auch einen Schlag draufsetzen, genau dasselbe hier auf Lunge 5, Entschuldigung, Lunge 6. Und dann geht es weiter mit der Anwendung. Gut. Wie sieht das Ganze dann aus? Das heißt also, achtet vor allen Dingen wieder auf Markus sein Gesicht. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber es ist halt das eindeutigste Feedback, was ihr dann auch von eurem Trainingspartner bekommen könnt, wenn ihr merkt, es tut schon ein bisschen weh. Gut, also erst nochmal, wie sieht es aus, wenn ich nur den reinen Block mache? Das ist also die Geschichte, ich bin hier dran, der Arm, der schlägt gegen mich, ist zwar aufgehalten, aber wie schon im letzten Video erklärt, er hätte hier die Möglichkeit, gleich wieder mit dem nächsten Arm anzugreifen. Und ich will ja seine Bewegung komplett durch eine Reaktion seinerseits unterbinden. Wie sieht das Ganze dann aus? Wäre als Beispiel, ich gehe hier gegen. Gut, das ist also die Reaktion, die aufgrund des Angriffs auf den Punkt Lunge 6 hervorgerufen wird. Und das lediglich durch die kleine Änderung von einer Blocktechnik zu einer Angriffstechnik. Selbe Spielchen, wenn ich dann also gegen den Punkt NOE 9 gehe. Das heißt, hier muss ich ein bisschen zügiger reagieren, weil ich ja hier die Distanz noch verkürzen muss. Das heißt also, der Block am Unterarm, der ist bevorzugt zum Beispiel, wenn ich zurückgehen muss. Ja, das heißt also, ich werde von einem Angriff überrascht, muss mich so ein bisschen zurückziehen und im letzten Moment nehme ich noch meinen Arm mit hoch, sieht so aus, und ich gehe jetzt hier wirklich gegen. Ja? Problem natürlich ist, dass die Kraftübertragung aufgrund meiner Rückwärtsbewegung da nicht so optimal ist. Also stehen oder nach vorne gehen, verstärkt das Ganze. Für den Punkt jetzt nochmal am Oberarm, NOE 9, sollte ich also eine komplette Vorwärtsbewegung vollziehen. Also nicht nur mit dem Arm, sondern mit dem ganzen Körper, damit also der Unterarm bzw. die Faust mich dann tatsächlich nicht trifft. Wir zeigen es erstmal nur langsam vor, weil der Punkt auf dem Bizeps, der ist wirklich unangenehm. Also seid da wirklich vorsichtig und denkt dran, wenn es unangenehm für euren Trainingspartner wird, dann seid so nett und massiert eben den Punkt wieder so ein bisschen aus. Sieht jedenfalls so aus, genug gequasselt. Ich gehe hier dagegen und attackiere also den Punkt. Unterschied nochmal, er greift mich an, ich block hier nur. Er hat die Möglichkeit hier gegen zu gehen. Oder ich könnte als Beispiel auch mit einem Faustschlag dagegen gehen. Wenn ich, wer kennt es zum Beispiel, ich nehme zum Schutz den Arm an den Kopf, habe also die Möglichkeit, mich hier zu schützen und gleichzeitig wieder einen Angriff auszuführen, indem ich sage, ich gehe hier gegen. Ja, das sind also alles Variationen, wie ich das auch verbinden kann. Man muss sich da nicht auf eine Sache versteifen. Gut, Markus, Dankeschön und dir auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass du mit den Informationen wieder dein Training sinnvoll ergänzen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir dafür beziehungsweise uns beiden dafür ein Like gibst. Ist das dein erstes Video hier auf dem Kanal? Würde ich mich freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und dir auch noch die anderen Videos anschaust, woraus du noch weitere nützliche Informationen bekommst, wie zum Beispiel noch mehr Punkte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Robert von Blue Dragon. Das ist Markus.
und wir sehen uns beim nächsten Video.